Ihr wollt wissen, wie es mit dem Munitionslager weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen Blueprint machen, glaube ich. Für unser Lager. Ich war so frei, weil es für den Screenshot oder fürs Thumbnail schöner aus war, die Wände schon mal zu setzen. Also ihr habt nicht viel verpasst. Nur 6 Wände. Also mehr nicht. Ne? Das heißt, wir bauen uns jetzt erstmal einen Blueprint-Designer. Einen Blueprint. Das Ding da. Oh Mann. Was ein schweres Wort. Hier runter. Ball liegt. Dahin. Wir brauchen etwas Kabel und. Setze ich mir den oben rein oder packe ich den woanders hin? Ich glaube, besser wäre woanders hin. Andererseits, ich muss. Nee, wir packen den woanders hin. Irgendwo finde ich schon Platz. Ich brauchte von denen einen Stack. Und ich brauchte von da einen Stack. Brauchte das Ding Strom? What the heck? Okay. 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 So. Blueprint Designer. Ach, guck mal, jetzt geht's. Haben wir alles für. Das ist schon mal gut. Für einen Schredder könnte ich mir noch mal Platten nachholen. Einen Shop. Ja, Platten und Schrauben. Schrauben sind da hinten. Eins da. Stack Schrauben. Auch schon nicht mehr produziert. Eieieiei. So, das passt. Haben wir das schon mal. Was brauchen wir noch? So, wir brauchen definitiv dafür auch die Dinger. 2, 3. Dann haben wir dieses. Wem ist welches? Wir müssen ja intelligente Splitter machen. Man muss nicht jedes Mal hier hinrennen. Was sollte denn hier drin sein? Was sollte hier drin sein und warum ist es leer? Drin ist. Das muss ich erstmal herausfinden. Ungünstig. Das gucken wir uns jetzt auch gleich noch eben an. Das haben wir. Wir brauchen noch andere Musik. Was brauchen wir denn noch? Lass mich kurz überlegen. Container haben wir alles. Zum anschließenden Container haben wir alles. Was fehlt denn noch? Schauen wir mal. Wir werden es merken. Im Zweifel, ich meine, das Lager ist Gott sei Dank nicht weit weg. Da muss die Tür durch die Tür. So, jetzt müssen wir eben gucken. Irgendwo stehen hier die Quarzoszillatoren an. Dürften die da sein? Und was soll hier reingehen? Sag mal, komm her. Mehr Platinen. Highspeed-Anschlüsse. Highspeed-Anschlüsse. Warum werden die dann nicht mehr gemacht? Oder hier hingebracht. Okay, pack jetzt raus. Eieiei. Highspeed-Anschlüsse. Highspeed-Anschlüsse waren irgendwo da drüben. Hier sind Platinen. Das sind Highspeed-Anschlüsse. Die gehen einfach direkt in die Computer rein. Kommen da unten raus. Das heißt, ich habe nirgendwo einen Punkt, wo die überhaupt auf dieses Band gehen. Was ich gerade nicht finde. Ist das hier Kraut und Rüben?
dieses Band hier geht dahin und schmeißt da alles rein. Genau. Denn das stockt eh schon wie blöd. Sollte auch nicht so sein. Aber gut, ist halt so. So, mal gucken, ob man noch abklemmen kann momentan. Na, wir lassen es erstmal so. Okay. Ich glaube, ich habe dann erstmal alles. Blueprints sein. Der. Schade, es wäre so schön gewesen, hätte er da drauf gepasst. Passt der dorthin? Kann ich von hier aus sehen. Okay. Also hier passt er auf. Ups. Ja. Okay. Hast du da hinten hin? Nein. Ich habe hier nirgendwo den Platz, um den so hinzustellen. Okay, gehen wir halt dahin. Fallen hier noch eine Runde. Biegen dann hoch. Und setzen ihn. Wunderbar. Hier hin. Da ich dran. So. Ah, ich werde noch Quarz brauchen. Für das wollte ich. Genau das wollte ich noch. Schilder. Die sind unter Organisation, ne? Hier. Solche Dinger. Drahtschilder. Ja. Da drüben ist der Eingang. Und das mache ich als erstes. Ist nur die große Frage, wie kriege ich den Blueprint so hin, dass er für beide Richtungen gilt. Das ist halt das Schwierigste. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen. So. Ist das dunkel? Okay. Wir fangen an. Einem Container. Hier ist der Ausgang, hinten ist der Eingang. Jetzt muss ich nur überlegen, will ich den lieber so haben? Oder so? Schauen wir mal. Hätten dich gerne mittig. Und da hätten wir dich auch gerne mittig. Und ich hätte gerne okay. So hätte ich gerne eine Wand davor. Und dort hätte ich gerne eine Wand vor. Passt auch gut mit den Löchern. Jo. Und dann machen wir das Ganze oben zu. Da unten ziehen wir uns. Wo ziehen wir uns was? Was wollte ich denn jetzt ziehen? Das wollte ich ziehen. Ein Band. So sollte das sein. Ist der da auch angeschlossen und kann da unten anzeigen. Wobei, wir machen ja eh Schilder noch dran. Dann. Wir machen das am besten in dem Fall. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es zu eng ist. Weil wenn ich den Überlauf noch mit reinrechnen will, dann muss ich nach oben setzen oder nach unten, je nachdem.
oder daneben, mir auch. Aber dann ist das hier zu eng. Okay. Das heißt, einmal bitte Designer leeren. Ist alles. Wir fangen nochmal von vorne an. War genau das, was ich nämlich befürchtet habe, dass wir damit platzen. So, zweiter Versuch. 1 zurück hier, aber ein bisschen mehr. Nee. Dahin. Da kann man hier was mit Säulen machen. Das sieht vielleicht auch ganz geil aus. Statt Wände da reinzuziehen. Nee, wir ziehen Wände und machen was mit Säulen. Also nochmal. Wand. Und dort die beiden. Dann ist da jetzt irgendwie noch mal eine Ringe setzen oder so? Blickt da momentan nicht durch. Egal, sieht aber vernünftig aus. So, jetzt hier. Wir wollen. Die brauchen wir eben als Hilfe. Zwei hoch. Zwei hoch. So, wir haben gesagt, wir machen einen für links, einen für rechts. Jetzt ist die Frage, von wo was kommt. Könnten auch sagen, das ist mir shit egal, wir machen sowieso nur einen und lassen das Ganze rund laufen. Bei der Menge macht das keinen Unterschied. Man könnte auch was ganz Bescheuertes machen, indem man, also, einmal kurz, was ich meine mit bescheuert. Setzen wir eben hier hin, reißen wir wieder ab. Ich setze den so, den nächsten genauso und anstatt, dass man halt von rechts da reinkommt oder von links, geht man halt dann jedes Mal so. Kann hier wieder rausgehen, beziehungsweise dann beim nächsten geht es dann wieder so weiter. Da ging es in die Teile rein und die Richtung ist quasi. Ist die Richtung dann egal, wie man es ausrichtet? Weil einen hat man zum Anfang, also ist es auch nicht egal. Gut, das Schlimmste, was man hätte, man müsste die Dinger umdrehen. Aber das machen wir nicht. Wir gehen hier klassisch. Das ist nicht so hässlich aus. So. Dann haben wir hier drauf einen Intelligenzsplitter. Für den mir noch Material fehlt. Wunderbar. Dann da rein. Hüpf darüber. Und zwar fehlt mir das Zeug. Wenn es mal wieder Tag werden würde. Die Nacht ist eh recht kurz hier, aber macht nichts. So, intelligenter Splitter. So, die haben wir dran. Dann können wir das wieder wegnehmen oder wie machen wir das? Ja, das nehmen wir wieder weg.
da würden sie stören. Wenn die nämlich nachher ineinander banken, das wollen wir nicht. Das ist sowieso nur eine Sache. Wir sollten das Stückchen wegnehmen und dieses Stückchen wegnehmen. Damit wir bloß nicht wissen, wo der Eingang ist. Aber gut, das sieht man ja Gott sei Dank orange ist. So, dann machen wir hier den dran, den dran. Gleichzeitig gehen wir hin. Ja, seht ihr, hätte nämlich nicht gepasst, wenn ich das so gemacht hätte, wie ich erst gedacht habe. Außer ich hätte jetzt hier außen nach unten laufen lassen. So, da. Wir ziehen den hier hin. Den hier. Es ist wichtig, wo packen wir uns die Schredder hin? Wollen wir die Schredder wieder nach hinten legen? Also quasi an das Ende, wenn man die dann auf diese Seite legt, müsste das quasi in die Richtung auch wieder rausgehen. Ihr habt keine Ahnung, was ich meine. Für mich war das logisch, für euch wahrscheinlich nicht. Das wäre dann von... Also quasi, ne, man hätte... Das hier wäre die Seite. Und hier rein, die stehen auf der rechten Seite. Okay. Haben wir. Rechte Seite. Dann geht das wieder zurück. Es wird von da rankommen. Okay. Jetzt müssen wir uns hier Fusionatoren hinsetzen. Einen. Und das Ganze verbinden. Dann machen wir ups. Den Spaß weg. Und den Spaß weg. So. Das wäre an der Seite schon mal fertig. Das heißt, wir haben so, schon mal sagen können, der linke Ausgang ist definitiv Überschuss. Das gilt für alle. Überschuss. Und was auch immer gilt, ist alles Unbestimmte. Und dann kann man nämlich entscheiden, was rechts in den Container soll. Das wäre dann das jeweilige. Ne? So, das ist schon mal gut. Das heißt, das läuft. Wir haben die rechte Seite. Das heißt, wir müssen nachher nochmal die linke machen. Oder eben, was halt auch geht, man lässt den so rumlaufen und das andere Band so rum. Das würde für unsere kleine Variante da oben sowieso reichen. Ich glaube, das ist auch der Weg, den ich diesmal gehen werde, dass das einfach einmal rumläuft. Dann müsst ihr euch nicht angucken, wie ich jetzt das hier nochmal baue. Und wir können damit schon mal anfangen. Hochladen werde ich beide Varianten. Einmal links, einmal rechts. Das heißt, das baue ich nochmal ohne euch. Müsst euch hinter. So, Symbol auswählen. Nicht den kleinen Container, sondern großen Container. Bild auswählen. Smart heißt ein Lager. Hallo, Kopf, du hattest mal Englisch. Irgendwann hattest du mal Englisch. Du wusstest mal. Storage, verdammt. Smart Storage. Och, nö. Smart Storage. Nicht wie seine Lehren, auf gar keinen Fall. Den haben wir.
Edit. Wir hätten gerne eine Category. Hier möchte ich einen Namen geben. Das Category. Da. Store. Storage. Ist die Pasta gut? Apply. Und. Oh, das habe ich ja super gemacht hier oben. Welche Subkategorie? Wie nennen wir sie denn? Wir nennen sie weg. Einmal da rein. Dahin, add blueprint hier, apply changes. Dann wollen wir gerne den zumachen. Ich finde das immer noch ein bisschen verwirrend. In dem Fall hätte ich aber gerne mal wie waren da die Nummer? Ich hätte gerne was Orangenes. Let CLC 28. Nein. So, ich mache erstmal die auf Pause speichern. Die kann man ja immer noch ändern, Gott sei Dank. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte. Danke. C war der. X. Hallo? Hallo? Ich wollte gerne, wo ist denn unser... Da wollte ich nicht hin. Da bin ich auch falsch. Ich wollte einmal hier aufs Farbrad und dann wollte ich mir doch die Standardfarben hier angucken. So. Weil die macht für mich an der Stelle Sinn. Farbe auswählen, einfügen, Farbe auswählen, Blaupause speichern, ja bitte überschreiben, danke. Und dann sagen wir, Designer leer. Wow. Und dann geht's darüber. Einmal da hoch. Hier war irgendwo. Oh. Der Hoch funktioniert nicht so gut, wie ich gehofft habe. Ich sollte überlegen, worüber geht da eine Brücke hinzubauen. Egal. So. Wir hatten gesagt, wir wollen den Spaß hier hinstellen. Das heißt, Blaupausen. Edit. Dahin. Nein. Danke. Danke. So soll das aussehen. Wir hätten gerne diese Blaupause. Und jetzt können wir nämlich hingehen. Wunderbar. Was habe ich vergessen? Schilder. Anschmalen, ne? Manchmal bin ich auch einfach nur dämlich. Architektur. Reicht das so? Uah. Jetzt können wir wenigstens vernünftig drüber laufen.
Hallo. Blaupause laden. Guck mal, du. Bin dämlich. Beschreibung. Fangen wir anders mal. Wir wollten noch Schilder dran machen. Bin ich mit dem ganzen anderen so überfordert die ganze Zeit, dass ich die Schilder vergessen. So, welche machen wir denn dran? Ey, die sind von der Größe her genauso breit wie das da. Ich kann ein Bild draufsetzen. Ja. Ja, die werden's. So. Jetzt macht der Spaß auch Sinn. Wir nehmen aus dem Zeichnis. Nein. Korrekt. Bam, 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 bam. Dann machen wir hier. Haben wir schon mal Right dran. Blaupause speichern. Und Designer leer. Ja. Dann wollen wir noch das nehmen. Und wir wollen gerne einmal Blaupausen rein. Und den hier nehmen. Pause. Okay. Designer leer. Wieder löschen. Edit. Pause entfernen. So, danke. Danke. So. Zweiter Versuch. Ja, es geht ja heute wieder richtig. Wir fangen an. Blaupause, den Kollegen Bob. Warum packst du den jetzt da hinten nochmal rein? Ich frag lieber nicht. Blaupause. Wir hatten gesagt, wir wollen 6 auf jeder Seite haben, wegen 12 Artikel. Und sind auch relativ einfach zum Zusammenbasteln. Also hier hinten werden wir das Ganze noch ein bisschen erweitern, damit wir hier noch ein bisschen schön machen können. So, sehr gut. Dann statt jetzt die linke Seite zu nehmen, nehmen wir hier die rechte nochmal hin. Und zwar packen wir genau so. So. Und ups. Jetzt sehe ich nichts mehr. Okay. So. Das heißt, man kommt hier rein und hat hier den Gang mit den Sachen. Das ist doch schon mal schön. Jetzt kommt die große Frage. Wie machen wir den Anschluss? An der Stelle haben wir jetzt das blöde Problem, dass alles hier nach vorne geleitet wird. Da habe ich nicht dran gedacht. Weiter mal. Wenn das Zeug reinkommt, wir leiten es hier rein. Ist doch so, ne? Genau, da geht's rein und da käme's raus. Wie sieht das auf der Seite aus? Aha. Oh, das ist praktisch, da kann man sogar den Überlauf. Das wird gehen. Also das ist jetzt noch die große Frage, wie mache ich das sauber da dran? Logischerweise wird hier vorne die
Ende. Da kommt eine hin. Da kommt eine hin, dass man im Zweifel nochmal hier hinten dran kann. Genau. So. Würde ich sagen, erstmal müssen wir die Sachen hier noch miteinander verbinden. Können wir schon mal tun, auch wenn die Zeit jetzt so langsam wieder um ist. Seite machen wir es genauso. Also das ist, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Besser wäre es, wenn halt beides nach hinten gehen würde. Was von den Drohnen kommt, könnte ich hier reinleiten. Das ist kein Problem. Das käme dann hinten rumgeleitet hier an. Gleichzeitig kann ich das, was hier ankommt, da hinten rumleiten. Kommt das aber hier an. Ja, trotzdem kann ich ja ein Band noch haben, das dann da nach hinten weggeht. Jetzt habe ich ja hier noch genug Platz. Also das, wenn man sich das anguckt. Hier Wände bis da. Also hier ist ja wirklich genug Platz. Das ist auf 2 hoch. Bis dahin. Und so. Das ist mir so aber zu heikel. Funktioniert. Und so komme ich dann wenigstens immer wieder da drüben hin. Perfekt. Das heißt, hier würde dann irgendwie der Weg lang gehen, um. Genau, das machen wir dahinter. Da kommen dann irgendwo ein Schredder und ein Schock hin, wahrscheinlich so ein bisschen zur Seite hingelegt. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Fehlt mir nur noch eine Info. Wie groß ist ein Drohnenport? Müssen wir uns jetzt mal eben zusammen angucken. Wenn ich ihn nicht finde. Ohne Drohnenlandeplatz. Drohnenlandeplatz ist. Gott verdammt. Also erstmal, du machst wieder leer. Designer leer. Das Real raus. Danke. Passt ein Drohnenport hier rein. Oh. Sieht nicht so aus. Mir fehlt einfach nur das Material. Hier. Drohnenport ist. 3 mal 3. Okay, 3 mal 3. Das heißt, wir kriegen den da oben, wir kriegen da die 4 Stück da oben drauf. Super. Okay, dann haben wir das schon mal gelöst. Also wir haben hier unseren Gang, wir haben unsere Materialien, die rein und raus gehen. Das heißt, wir gehen alle da vorne rein. Das ist unser Eingang. Ich kann das beschriften. Das wäre das, ne? Ja. Aber ich mache jetzt eh noch das andere, dann kann ich mir das hier mehr nicht mehr. Organisation. Schild. Habe ich das hier hingestellt? Ja. Sind wir ausnahmsweise mal clever? Und Dornen einmal. Ja. Drohnen.
Ein, ja. Bild auswählen. Gelten die als... Lass doch. Bild auswählen. Dann bist du... Drohneneingang. Genau. Dann ist da der Ausgang, hinten muss es einmal rum. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.